Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Heute besprechen wir ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar, wenn du in Krypto investiert bist und einen dieser Fehler machst, dann kannst du dein ganzes Geld verlieren, also wirklich alles. Und das ist sehr, sehr vielen Menschen vorher passiert und deswegen sagen sie dann, ja, Krypto, nee, voll unsicher. Wir besprechen einige kryptospezifische Sachen, aber auch wirklich allgemeine Sachen, die man beim Investieren nie macht. Wir besprechen 8 Punkte, es gibt natürlich noch mehr. Aber damit fangen wir erstmal an. Das sind so die wichtigsten. Und auf jeden Fall, wir wissen ja, wir wollen was gegen die Zensur überall machen. Deswegen teilt das Video unbedingt. Schreibt unten was in die Kommentare, wie ihr das seht. Abonniert den Kanal. Guckt, in welche Farbe sich die Glocke verwandelt. Und drückt überall drauf. Ganz wichtig. Und wir starten jetzt direkt mit dem ersten Punkt. Und das ist so allgemein, eigentlich egal in welchem Bereich. Das Wichtigste ist erstmal, nicht in irgendeinen Coin zu investieren, sondern ins Wissen zu investieren. Das machen alle falsch. Manche denken, oh, ich gucke jetzt ein Video und dann sehe ich irgendeinen Coin und der ist gut und dann investiere ich da. Nein, man muss nur in das investieren und das sagt jeder. Das sagen die besten Hedgefondsmanager, das sagt Warren Buffett, das sagt Ray Dalio, das sagt eigentlich jeder. Investiere nur in irgendwas rein, womit du dich auskennst. Okay, nicht einfach in irgendwas, nicht einfach in irgendeinen Coin, sondern als erstes am besten immer ins Wissen investieren. Das heißt, ich investiere Zeit da rein, YouTube-Videos zu gucken. Als ich mit Kryptowährungen angefangen habe, da habe ich erstmal 3 Monate Tutorials geguckt, wo man kauft, wo man die, wie man die verschieben kann. Diese ganzen Basics, also nicht einfach irgendwelcher Coin, bringt mir jetzt 1000x und dann kaufe ich den, sondern erstmal das Wissen ansammeln. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man denkt, ja, ja, jetzt bin ich aber zu spät. Ist ja ganz interessant mit Krypto und so, mit investieren, aber jetzt bin ich ja zu spät, jetzt bringt das auch nichts mehr. Und das sagen die Leute schon seit 2015. Und wir sind erst immer noch ganz am Anfang. Die Banken haben es zwar schon verstanden, 55% der größten 100 Banken sind schon drin, aber die Durchschnittsbevölkerung hat es noch nicht verstanden. Und wir sind erst bei 2%, aber die Adaption ist schneller als die Adaption beim Internet und zwar viel schneller. Das Internet hat sich zu 70% erhöht pro Jahr und Krypto 130%. Also es ist so krass, es ist so eine starke Kurve und wir sind noch nicht ganz am Anfang, aber wir sind noch so weit vorne, dass da noch genug Platz ist, genug Zeit ist. Und dass, wenn man sich das Wissen ansammelt und als nächstes in Bear Market geht und dann weiß man, wo man investieren kann, es ist noch mehr als genug Zeit. Das ist der nächste Fehler. Man fängt allgemein im Leben gar nicht an, weil man denkt, oh, jetzt ist ja zu spät. Nein, es ist nie zu spät. Punkt Nummer 3, ganz wichtiger Punkt, die Erfahrung von anderen mitnehmen. Gerade mit dem Bull Market, dann geht es ganz hoch, dann denkt man auf dem Papier, oh, ich bin jetzt Multimillionär, dann geht es auf einmal wieder runter, alle Altcoins fallen 99% und da kann man sich einfach die Erfahrung von anderen, die in dem Bereich sind, schon länger einfach nutzen. Man muss die Erfahrung nicht selber machen. Das heißt, man muss auch irgendwann mal Gewinne realisieren können. Und wenn man mit irgendeinem Investment schon ein 10 oder 15x gemacht hat, dann kann man ohne Probleme die Hälfte davon zur Seite tun, irgendwo einen Stablecoin anlegen. Bei Encore gibt es 20% auf einen Stablecoin. Selbst bei BlockFi, Celsius gibt es 9% auf einen Stablecoin. Wenn ich schon 10x gemacht habe und dann die Hälfte rausnehme und dafür dann 10 bis 20% Gewinn kriege, dadurch ist noch keiner arm geworden. Das heißt, das ist eine sehr schlaue Herangehensweise, nicht zu gierig zu werden, weil man will nicht ganz hoch und dann wieder auf Null runter und dann ist man da, wo man angefangen hat. Das wäre zu doof. Deswegen, Gewinne zu realisieren, ist nicht verkehrt. Und man kann entweder in Stablecoin, man kann aber auch, je nachdem, wie viel man eingesetzt hat, in Immobilien oder in Gold, auch wenn ich nicht so ein Goldfan bin, oder in andere Rohstoffe, kann man auch investieren und so. Aber auf jeden Fall, Profite zur Seite tun, ist nicht immer doof. Punkt Nummer 4. Allgemein im Kryptomarkt, allgemein. Immer offen sein für neue Projekte und die Fähigkeit besitzen, deine Meinung zu ändern. So wichtig. Wenn ich meine Meinung nicht geändert hätte und damals beim Studium gelernt hätte, dass 60% Zucker aufnehmen, Kohlenhydrate kommen im Blut als Zucker an, dass das gesund ist und dass Gluten und Brot gesund ist. Wenn ich da nicht mich geöffnet hätte und gesagt hätte, Moment mal, ich kann auch was Neues lernen, ich kann auch neue Informationen in mein Gehirn lassen und ich kann auch merken, dass
das gesteuert Quatsch war. Und dass das nicht gesund ist. So, ich kann auch merken, ey, ich war zwar 13 Jahre in der Schule, aber die bringen mir irgendwie gar nicht bei, wie ich mich finanziell abkoppel, wie ich finanziell frei werde. Und komischerweise, mein Professor, mein BWL-Professor, wo ich eigentlich denken würde, okay, irgendwas mit BWL, vielleicht geht es da um Geld verdienen, wie werde ich denn Millionär? Der weiß es nicht. Also, egal eigentlich in welchem Bereich, was Neues zu lernen oder sich zu öffnen, ist immer wichtig. Und meistens ist es so, dass man sieht, oh, da kommt ein neues Projekt. Nein, nein, das kategorisch lehne ich das erstmal ab. Nein. Warum? Erstmal angucken. So, oder wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir, ich habe einen Coin, der war irgendwann ganz gut und jetzt ist er auf einmal schlecht. Dann kann ich realisieren, oh, jetzt hat sich da was geändert. Jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt mag ich das nicht mehr. Das ist nicht gut. Oder wenn ein Coin total schlecht war und du warst immer dagegen und die haben was geändert und die Situation sieht jetzt anders aus, dann kann man sagen, nee, die Situation hat sich geändert, ich finde es jetzt gut. So, diese Fähigkeit, die blockiert einen extrem, eigentlich mit so ziemlich allen Sachen. Und mich blockiert das nicht, weil wenn ich was Neues lerne, was ich logischer finde, dann setze ich das um. Genau wie mit Ernährung, genau meinen ganzen Weg, den ich gegangen bin. Und so machen es auch die besten Investoren. Also zum Beispiel Ray Dalio oder Paul Tudor Jones. Ray Dalio war jahrelang immer gegen Bitcoin. Nein, kein gutes Store of Value und dies und das und alles Mögliche schlecht geredet. Würde ich niemals investieren. Jetzt sagt er, ich habe lieber Bitcoin, sagt er, als Staatsfonds. Und das ist wirklich krass, weil sein ganzes Portfolio basiert zu großen Teilen auf Staatsfonds. Aber wenn man mit den Staatsfonds Minus macht, weil die Inflationsrate schon bei 5% ist, dann muss man irgendwann aufwachen und dann muss man sagen, die Situation hat sich geändert. Bitcoin, Krypto, die Adaption geht so stark voran. Ich habe das jetzt, ich sehe es jetzt anders. So, und das ist so ein wichtiger Punkt, nicht nur allgemein im Kryptobereich, sondern überall. Punkt Nummer 5, der ist ein bisschen kompliziert jetzt, und zwar, man will nicht dieses FOMO haben, also Fear of Missing Out, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, boah, Solana ist mega durch die Decke gegangen und geht immer höher, jetzt muss ich unbedingt schnell kaufen. So, weil ich muss unbedingt da noch mit rein, weil sonst verpasse ich das. Das ist immer so die Psychologie, deswegen gibt es auch technische Analyse, weil im Kollektiv handeln die meisten Menschen fast immer gleich. Wenn es hoch geht, sind alle super nervös und wollen unbedingt schnell kaufen. Wenn es runter geht, wollen alle verkaufen. So, das ist genau das Gegenteil. Deswegen war ich so bullish, als wir richtig einen Crash hatten. Und ich hab gesagt, ich kaufe alle, ich kaufe nur. Und alle so, hey, was ist mit dem los jetzt? Kaum noch Aufrufe, aber das war genau richtig. Und jetzt, wo es hochgeht, jetzt denke ich, okay, weniger. So, also dieses Fear of Missing Out, wenn es immer weiter hochgeht, dann ist es nicht immer gut, dann direkt auch einzusteigen. Jetzt auf der anderen Seite ist es aber auch nicht immer schlecht. Wenn man zum Beispiel ein gutes Projekt hat, sagen wir mal jetzt, Cardano bringt seine Smart Contracts raus und da gibt es ganz viele neue Projekte, die jetzt erst starten mit, sagen wir mal, 20 Millionen Market Cap. So, und die gehen hoch und du siehst in einer Woche schon 100% hochgegangen. Ja, es kann auch sein, dass du dann reinsteckst und es dann die nächsten 3 Monate nochmal 5000% hochgeht. So, das kann man dann auch nicht sagen. Also man muss, jetzt komme ich wieder zu dem ersten Punkt zurück, man muss sich damit auskennen, man muss den Markt beobachten, am besten stundenlang, und man muss die einzelnen Projekte recherchieren und dann wissen, okay, ist da noch Potenzial? Und weder FOMO, ich steige jetzt sofort rein, noch ich steige gar nicht rein. Das ist immer abhängig von der einzelnen Situation. Also ein bisschen komplizierter der Punkt. So, Punkt Nummer 6, nie all in. Also nie mit deinem ganzen Geld rein. Nicht in Krypto, nicht in. Und nie was einsetzen, was du nicht verlieren darfst. Also manche gab es dann, die haben ihr Haus verkauft, die haben, keine Ahnung, sich einen Kredit genommen, konnten dann nicht mehr den Kindergarten von ihren Kindern bezahlen und so. Niemals das machen, niemals ganz rein, sondern am besten immer diversifizieren. Und jetzt zum Beispiel, ich bin kein Fan von Gold, aber ich habe trotzdem Gold im Portfolio. Aktien, der Markt hat sich komplett abgekoppelt, ich bin aber sehr weit oben, aber ich bin jetzt auch nicht der Mega-Fan von Aktien, aber ich habe sie als Sicherheit da und ich bin in Krypto investiert und ich habe Immobilien. Das heißt, man sollte immer so versuchen, sich das langsam so aufzubauen, dass man es verstreut. So, und in dem Verstreuen kann man noch mal mehr verstreuen. Also zum Beispiel,
Wenn du jetzt Gold, sagen wir mal nur der Oberbegriff Gold, dann kannst du ja physisches Gold haben, das lagerst du irgendwo bei dir. Ich finde es nicht so sicher. Oder du hast dann ein ETF und dann hast du das Gold irgendwo in einer Bank in England liegen. Und dann kannst du nochmal diversifizieren, indem du nicht nur bei der einen, den einen ETF kaufst, sondern vielleicht noch einen anderen, wo das Gold nicht in England in der Bank liegt, sondern in USA. So, dann bist du diversifiziert. Oder bei Krypto, wenn du sagst, okay, ich tue jetzt, egal ob 30, 40, 70, 80% in Krypto, aber dann kauf nicht nur, sagen wir mal, nur SafeMoon und lager das nicht nur auf einer Plattform. Nein, sondern hol dir lieber so ein paar, wie Ethereum, Bitcoin, die sicheren und vielleicht ein paar kleinere zum Spekulieren, aber verteile alles, also auf verschiedene Coins am besten, auf ein paar, müssen nicht zu viele sein, aber auch auf verschiedenen Plattformen. Also ich habe zum Beispiel auf mittlerweile 11 oder 12 verschiedenen Plattformen. So ganz einfach, weil wenn eine Plattform, ich weiß nie, welche Plattform pleite geht. Keine Ahnung. So, und wenn eine pleite geht, dann sind 10% weg. Das ist ärgerlich, aber das sind 10% dann von meinem Krypto-Portfolio und es gibt ja nicht nur mein Krypto-Portfolio. Das heißt, es ist immer sehr, sehr gefährlich, auf ein Pferd zu setzen. Genauso ist es so gefährlich, obwohl wir es in der Schule immer falsch gelernt haben, nur einen Arbeitgeber zu haben mit einer Einnahmequelle. Das Ziel sollte immer sein, mehrere Einnahmequellen zu haben. Und wenn man 5 bis 7 Einnahmequellen hat und eine bricht weg, ist das irrelevant. Wenn du in 7 oder 10 verschiedenen Exchanges bist und deine Coins da hast, ja, wenn dann mal eine wegfällt, gut, dann hast du zwar 10% verloren, aber du bist nicht gleich am Arsch. So, also wir wollen immer verhindern, am Arsch zu sein. So, das ist es. Punkt Nummer 7. Ganz wichtig, lass dich nicht betrügen. Unter diesem Video, unter allen Videos, da schreiben Bots immer rein, ja, hier, WhatsApp-Nummer mit 1000 Tüdeln und Coach Cecil und unter jedem. Sie versuchen immer von dir alles zu klauen. Alle. Da gibt's so große Organisationen. Du kriegst E-Mails, du hast da solche Nachrichten. Du denkst vielleicht, oh, Cecil schreibt mir. Nein, Cecil schreibt nicht über Krypto. Ich spreche mit euch nicht über Krypto, über gar nichts. Und verschickt nie euer Passwort oder eure verschiedenen Worte, dass sie Zugriff haben auf eure Krypto. Also verschickt nie, wenn sie dir sagen, ja, schick mir ein Ethereum und ich schick dir 10 zurück. Niemals. Dein Geld wird sicher weg sein. Da sind schon so viele Leute drauf reingefallen. Das ist unfassbar. Und die machen Millionen damit. Und die Portale, die machen einfach nichts. Es gibt manche YouTuber oder die auf Twitter dann sind, die haben selber nur, sagen wir mal, 20.000 Abonnenten. Und da gibt's welche, die Scammer, die so tun, als wären die Person. Und die haben 100.000. Aber die werden nicht gestoppt. So, es ist wirklich schwer. Und die Leute denken dann, sie sprechen mit der Person, aber keiner von den YouTubern, keiner von denen wird mit euch sprechen, eine WhatsApp-Nummer schicken oder auf Telegram und gib mir dein Geld, schick mir dein Geld. Verschick nie dein Passwort. Nie. Kein Exchange, niemand wird dich danach fragen. Jemals. Niemand. So, das ist ganz wichtig, weil da kannst du alles verlieren. Und der Punkt Nummer 8, der wichtigste Punkt von allen. Achte auf deine Gesundheit. Ohne Gesundheit bringt es nichts, wenn du Multimillionär bist. So, und wir sind in einer Situation, guck meine anderen Videos, guck die Videos, was wir für Mineralstoffe brauchen, ich verlinke es. 50% von uns kriegen einmal im Leben die Diagnose Krebs, 60% von uns sind übergewichtig, 50% lassen sich in den ersten 10 Jahren scheiden, der Familienzusammenhalt ist gar nicht mehr da, die Kinder werden im Kindergarten sexualisiert. Es ist so ein Programm, dass du am besten pleite, dumm, alleine, verzweifelt, gestresst, im Hamsterrad gefangen bist. Das ist das System. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir uns das Wissen ansammeln, wie man da rauskommt und dass wir auf unsere Gesundheit achten. Deswegen guck unbedingt auch das Video 10 Wege gegen Krebs. Guck es dir unbedingt an. Guck, welche Punkte wichtig sind. Und guck dir unbedingt in den Kommentaren das Video an, wie man sich aus diesem ganzen System abkoppelt. Das ist so wichtig. Selbst wenn wir bei Krypto, ich sag's immer wieder, selbst wenn wir beim Krypto jetzt 500% Gewinn machen,
macht es keinen Unterschied wahrscheinlich in unserem Leben, es sei denn, wir haben schon eine 500.000 eingesetzt, dann ja. Aber wenn man so ein bisschen einsetzt, 1.000 Euro, 2.000 Euro, ja, wenn man dann 500% Gewinn macht, dann hast du noch keine finanzielle Freiheit, keinen Chef, der dir, wer weiß was sagt, was du mit deiner Gesundheit machen musst und alles. So, deswegen, das sind die Punkte, die sind so wichtig. Guck die Videos, die ich hier verlinkt habe, unbedingt. Guck das Video in den Kommentaren, wie man sich abkoppeln kann. Und das war's erstmal für heute. Pass auf jeden Fall auf deine Coins auf. Like auf jeden Fall das Video. Abonniere den Kanal. Teile das Video, weil ich habe auch schon Nachrichten bekommen. Cecil, ich habe mein ganzes Geld verloren. Ich habe auf Telegram mit irgendjemandem geschrieben, mein ganzes Geld habe ich verloren. Dann sage ich, guckst du nicht meine YouTube-Videos? Doch, gucke ich. Wie gucke ich? Lasst euch nicht verarschen, okay? In dem Sinne, meine Freunde, das war's erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Cecil.